Hi Leute, ich bin Doug von fellowshipofthemartyrs.com. Momentan passiert es häufig und es scheint weiterhin eine Art Knüppel zu sein, der dazu genutzt wird zu beweisen, wie sehr unsere eigenen Herzen vergiftet sind. Also ich möchte ein bisschen über falsche Propheten sprechen. Im Alten Testament, Deuteronomy 13 und auch an anderen Stellen liest man davon. Wenn jemand daherkommt, ein Traumdeuter, ein Seher, und er Wunder vollbringt vor euren Augen sozusagen, selbst wenn sie nach vorn schritten, aber euch in Richtung falsche Götter schubsten, dann ist so jemand ein falscher Prophet und ihr solltet ihn nicht fürchten. Es heißt sogar, man soll ihn steinigen und töten. Jesus sagt, dass Johannes der Täufer der größte aller Propheten war, obwohl der keine Wunder vollbrachte. Er hatte lediglich gesprochen, aber der Herr sagte dennoch, er war der größte aller Propheten. Und dann sagte er, der kleinste von euch im Geiste, im Königreich, ist größer als er. Also hat dort eine Art Veränderung stattgefunden. Denn so wie es mal war, eine irreguläre Person hier oder da, die Gott hört. Wenn der Heilige Geist ausgeschüttet wird auf seine Leute, sie sollten alle Gott hören. Sie sind Schafe und sie sollten alle seine Stimme hören. Sie sollten alle gehorchen. Und der Kleinste unter ihnen ist größer als Johannes der Täufer. In 1. Korinther 14, Vers 29 und folgende, es heißt, Last 2, also da geht es um Geistesgaben und wie man in der Kirche damit umgehen sollte. Was macht man mit Zungen und was sollte man nicht tun? Wie interpretiert man sie und all sowas? Lasst zwei oder drei Propheten sprechen und lasst die anderen abwägen, was sie sagen. Wenn eine Offenbarung gesprochen wird zu den anderen, die da sitzen, sollen die ersten still sein. Denn ihr könnt alle prophezeien, einer nach dem anderen, damit alle lernen können, aufgebaut werden können. Und der Geist der Propheten spricht betreffend der Propheten, denn Gott ist kein Gott der Verwirrung, sondern ein Gott des Friedens. Okay, zwei verschiedene Dinge passieren da. Einmal haben wir Menschen, die prophezeien. Und dann gibt es Menschen, die Propheten sind. Es gibt eine Berufung zum Propheten. Es ist was völlig anderes, als wenn jemand die Geistesgabe der Prophezeiung hat. Er sagt in 1. Korinther 15, dass man die größeren Geistesgaben anstreben sollte, wie zum Beispiel das Prophezeien. Aber trotzdem sind nicht alle Propheten. Und dennoch ist der Letzte im Königreich größer als Johannes der Täufer, der der größte aller Propheten ist. Wir haben also eine neue Ordnung der Dinge, wenn der Heilige Geist in uns ist. Es ist eine immens gefährliche Sache, die Geistesgabe der Prophetie mit dem Amt eines Propheten zu verwechseln. Zwei völlig verschiedene Dinge. Auf sermon.com hat Art Katz eine Predigt darüber gemacht, wie gefährlich es ist, die Prophetie mit dem Amt eines Propheten zu verwechseln. Das sind, wie gesagt, zwei völlig verschiedene Dinge. Jeden Moment könnte jemand mit dem Heiligen Geist in sich etwas Prophetisches sagen, Prophezeiung aussprechen oder ein Wort der Weisheit bekommen. Das macht ihn noch nicht zu einem Propheten. Ein Traum zu haben, macht dich noch nicht zum Propheten. Nun, was es sagt, ist Folgendes. Wenn ein Prophet eine Offenbarung bekommt, dann sollte er sie teilen mit zwei oder drei anderen, damit sie beurteilen können, damit sie abwiegen können. Und in dem Moment ist es noch nicht öffentlich. In der Art von, hey, ich glaube, ich habe das von Gott gehört, klingt das richtig? Und die anderen beten und sagen, ja, ich habe bekommen, dass es vom Herrn ist. Das ist biblisch, das ist richtig. Und wenn der Herr es sagt, dann gibt man es dann frei an die Öffentlichkeit. Nun, falls
Der Grund dafür ist eine prüfende Balance, um sicher zu gehen, sodass die Leute lernen können, sodass die Leute es identifizieren können und besser werden, sodass es Fortschritte gibt. Eine prüfende Balance. Im Alten Testament gab es Schulen für Propheten, wo sie hingingen und sie übten es, sich gegenseitig Wort von Gott zu geben und was auch immer. Und einige flogen irgendwann raus und andere schafften es, bis zum Ende dabei zu bleiben. Und ein junger Prophet wurde einem Alten zugewiesen, um vorbereitet zu werden. Und die Erwartungen waren sehr hoch, wirklich sehr hoch. Wenn etwas aus ihrem Munde gesprochen wurde, es musste von Gott sein, es musste wahr sein, es musste richtig sein, sonst bekamen sie großen Ärger. Aber dennoch machten auch sie Fehler. Es gab immer wieder Propheten, die zu sehr auf Menschen hörten. Stoppten am Straßenrand, gingen mit jemandem essen und sagten, oh, Gott wollte, dass ich genau hier anhalte. Ich dachte, ich sollte weiterfahren. Nein, nein, ich bin ein Prophet, du sollst genau hier anhalten. Und dann findet man heraus, dass er in eine Falle gelockt wird und stirbt. Und sie sind Fleisch und sie sind Menschen. Und manchmal haben sie Angst und rennen vor Isabel davon und verstecken sich in Höhlen. Und tun manchmal Dinge, die es aussehen lassen, als wäre ihr Glaube schwach. Sie sind nicht perfekt. Im Neuen Testament gibt es keine Anzeichen dafür, jemanden zu steinigen, der mal falsch liegt. Wenn ein Prophet etwas vom Herrn hört, es vor drei oder mehr andere bringt und es ist nicht so ganz richtig, dann bringt es nicht ins Offene. Tragt es nicht der Gemeinde vor und schätzt die Prüfer und Tester, die eingesetzt sind. Wenn jemand kommt und sagt, hey, ich glaube gehört zu haben, dass der Herr das und das gesagt hat und sie beten, und zwei andere sagen, tja, das ist nicht richtig. So, jetzt werden wir dich erstmal töten. Wer wird jemals nochmal zu denen sprechen? Wie soll man jemals herausfinden und herauskristallisieren, was das Richtige ist, wenn man es nicht zu den anderen bringen kann, damit sie es beurteilen? Und es zum Herrn bringen. Und manchmal passiert es, jemand sagt etwas zu einer kleinen Gruppe von Menschen und sagt, erwäge das mal hier, ich kriege da keinen richtigen Kopf dran. Was genau will Gott mir damit denn sagen? Worum geht es hier überhaupt? Kommt nicht in die Öffentlichkeit, es ist nicht komplett formuliert. Du weißt nicht, wie du es aussprechen sollst, weil du es selber nicht wirklich verstehst. Aber wenn diese Leute sich gegen dich wenden und sagen, guck mal, der will hier eine geheime Lehre verbreiten. Es sind keine geheimen Lehren. Es ist etwas, was zurückgehalten wird, weil es vielleicht ein Stückwerk ist oder nicht ganz komplett oder etwas verdreht, was auch immer. Ich verstehe, dass es viele verschiedene Propheten gibt und es gibt Leute, die überhaupt gar keine Propheten sind. Sie hatten einfach nur mal einen Traum oder eine Vision oder sie hörten etwas vom Herrn. Sie sind fehlerhafte Propheten, es sind verwirrte Propheten. Es könnten temporär verdrehte Propheten sein. Es gibt Propheten, die von Gott gejagt werden. Es gibt echte Propheten und es gibt falsche Propheten. Aber es gibt alles Mögliche an verschiedenen Geschmacksrichtungen dazwischen. Und in jedem Moment könnte ein falscher Prophet zu einem Richtigen werden, wenn er umkehrt, Buße tut, Gott ihn reinwäscht. Die Vorgehensweise des Alten Testaments sind dann nicht mehr gültig. Man tötet sie nicht. Keiner wird stehen bleiben und dein Blut wird auf deinen Kopf kommen. Du solltest Gnade zeigen. Jesus hat Satan aus Petrus zurückgeworfen. Und Petrus wurde trotzdem zum Fundament dessen, was der Herr aufgebaut hat. Warum hat er ihn nicht einfach gesteinigt? Ihn fertig gemacht, direkt vor Ort. Weil der Herr gnädig ist. Und er sagt, wenn du umkehrst, bist du eine neue Kreation. Dann bist du sauber. Zeig Gnade.